Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RF4 auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, ich bin hier schon mittendrin und da haben wir ein Schuppi. Ein Schuppi mit 3,2 Kilo hier vorne am Bärensee. Ganz einfachen Spot, den kennen wir alle. Und ja, so wie es ausschaut, läuft der Spot hier ein bisschen besser. Da haben wir auch eine Barbe mit 1,4 Kilo. Sehr schön. Das freut mich doch. Das freut mich. Schöne kleine Fische. Was heißt kleine? Nicht zu klein. Bin sehr zufrieden mit der Größe. Wir gucken mal, was die Folge uns noch bringt. Ob hier noch was Dickes dran geht oder nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin einfach nur gespannt, was hier passiert, was hier läuft. Ob das jetzt einfach nur so ein kurzer Wink mit einem Zaunfall war oder ob jetzt hier gleich noch was passiert. Ja, wo befinden wir uns? Wir befinden uns hier. In das alte Gebiet. Auf Clip 17 Meter. Da haben wir Himbeer dran. Da haben wir Himbeer dran. Pop-up. Hier haben wir Weizenkorn dran. Das ändern wir aber gleich. Und hier habe ich den Erbsenbrei dran. Ja, also Weizenkorn nehmen wir mal runter. Gucken wir mal, was wir da sonst dranhängen könnten. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal eine Liste rein, was wir noch alles so haben. Oder ob wir die Route auch umlegen, umbauen. Haben wir auch da mit Himbeer haben wir hier genau, nehmen wir einfach mal als benutzen und wieder auf 17 Meter hinaus und dann können wir auch schon direkt wieder an der ersten Route dran gehen. Also scheinbar läuft es hier ein bisschen besser. Hier habe ich euch dann schon mal zwei Fische zeigen können. Der dritte Fisch im Gegensatz zu der gestrigen Folge. Aber okay, so ist es manchmal. So haben wir es. So müssen wir klarkommen. Ich bin gespannt. Wir könnten rein theoretisch könnten wir mal ein bisschen Karpfenfutter rauswerfen. Da haben wir aber schon wieder die Boilie-Route. Ja, nimmt er nicht. Da auch schon wieder an der ersten Route. Aber will noch keiner so wirklich abgehen. Ja, doch, jetzt die Karpfenroute. Okay, und da haben wir jetzt auch was Dickeres dran. Sehr schön. Aber so dick ist es auch noch nicht. Aber ist egal, das reicht uns. Dicker brauchen wir schon gar nicht haben. Und wieder ein schöner Schuppi mit 4,2 Kilo. Ja, besser können wir es doch gar nicht haben. Das reicht uns alle Male. Wir brauchen nicht mehr. So, was ist jetzt hier mit deinem Gebimmel? Bimmelst du weiter? Ziehst du auch ab oder bleibst du da? Bestimmt wieder nur so ein ganz kleiner Fisch. Ja, obwohl, da ist die Schnur schlapp. Dann ziehen wir mal an. Bin gespannt mit dem Erbsenbrei hier. Ja. Da eine Bronze. Ist egal. Nehmen wir auch mit. Hat uns auch nochmal 600 XP gebracht. Nehmen wir doch gerne mit. Oh, da geht schon wieder Boilie los. Jetzt haben wir da aber hier, wa? Und was haben wir diesmal? Ich bin gespannt.
Und das schön auf Himbeer. Na? Eine Schleie. Eine Schleie mit 1,8 Kilo. Nice. Da geht die nächste Route schon wieder los. Na, da dann auch. Okay, und da ist er dran. Können die Bremse mal ein bisschen hier wieder einstellen. Ja, und das wird dann wieder eine längere Geschichte. Ist ja nicht schlimm. Dafür sind wir ja da. Machen wir ja gerne. Ja, ist glaube ich ein Karpfen. Das könnte ein Karpfen sein. Oder eine Barbe. Na, aber ich denke mal eher ein Karpfen. Da hat er jetzt aufgegeben. Dann kommt er gleich nochmal nach. Ich kann jetzt auch schon wieder mit Shift einholen. Sobald wir ja eh eine Wasseroberfläche haben, ist er eh vorbei. Dann ist eh meistens vorbei. Dann haben sie Luft geschnappt und dann ist Ende. Dann können wir sie so reinholen. Und da kommt er auch. Da kommt er und was kommt da? Karpfen? Das sieht so aus. Wenn das eine Schleie wäre. Oh, das wäre eine schöne Schleie. Aber okay. Nein, es ist ein Karpfen. Ein schöner Spiegelkarpfen. Bringt uns auch mal eben direkt 10.000 XP. Nice. Einfach nur nice. Das lieben wir. So. Na, da geht doch schon wieder die erste Route los. Eigentlich wollte ich ja ganz gerne mal ein bisschen Futter reinwerfen. Haben wir jetzt gerade auf 5 gelegt? Haben wir auf 5 gelegt. Kommen wir die 17 Meter hinaus? Ja, fast, genau. Und dann geht es hier gerade wieder überall los. Wir werden mal hier was essen müssen. Anders geht es gerade nicht. So, welche gehen wir zuerst? Wir gehen auf die Karpfenroute wieder dran. Und da geht auch die zweite Route los, die erste Route los. Das ist doch richtig schön. Da haben wir doch jetzt mal einen guten Spot gefunden. Wir gehen aber an der ersten Route jetzt dran. Die war zuerst dran. Ist aber kleineres. Genau. Was haben wir da? Eine Brasse wieder. Eine kleine Brasse. Auch in Ordnung. Nehmen wir doch gerne mit. Und dann können wir auch direkt an der zweiten Route. Und da haben wir wieder etwas Größeres dran. Aber auch nur etwas. Na. Was kommt da? Ein kleiner Schuppi. Ja. Ist egal. Bringt uns aber auch schon wieder alleine. 1000 XP. Reicht. Ist super. Aber wir müssen hier mal noch ein bisschen mal was essen. Weil unsere Energie geht ganz gewaltig im Keller hinein. So, haben wir hier irgendwo was dran? Nein, da haben wir nichts dran. So, Energie ist am Aufbauen. Ich hoffe, dass es das tut. Nahrungsbalken ist auch fast voll. Super. Dann lüptet ja. So, dann hat der Amno hat eine Schleie hier wieder gefangen. Die laufen hier natürlich auch ganz gut. Ah, da geht es doch schon wieder mit den Boilies los. Dann ziehen wir da auch direkt wieder an und wir sehen, es geht schon wieder los. Da haben wir schon wieder was Größeres dran. So, na, wenn wir Kescher nehmen. Ja, wir nehmen mal den Kescher. Da haben wir ihn mit 4,1 Kilo. Also hier lohnt sich es gerade. Der Spot läuft. Ich bin zufrieden. Ah, hier waren wir jetzt zu früh. Ei, 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 ei.
Wir warten mal einen Moment ab, vielleicht nimmt er noch mal. Ich glaube eher weniger. Werden wir gleich im Chat drin stehen haben. Ausgeschlitzt. Aber okay, so ist es dann halt. Schade. Hier waren wir jetzt zu früh dran. Das war zu früh. Aber gut, meine Freunde, so ist es halt manchmal. Da können wir auch nichts dran ändern. Wir zuppeln hier mal ein bisschen die Routen durch. Und wie ihr gesehen habt, wir haben nur ein paar Bälle Futter reingeschmissen. Es läuft trotzdem weiter. Wir haben Karpfenfutter reingeschmissen, genau, Karpfenmische. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich bin gespannt auf jeden Biss hier gerade. Also, dass hier jeder Biss einzigartig wieder ist. Ja, wir warten einfach mal ab, was da noch so kommt. Auf jeden Fall, dieser Biss gefiel mir jetzt gerade gar nicht. An der Karpfenrute, da dieses leichte Gezippel nur, das ist meistens ist das ja nix. Da wurde aber die Schnur jetzt schlaff. Und da haben wir ihn auch dran und wir ziehen ihn an und haben ihn gehakt. Ha. Ist jetzt nichts Großes, nichts Weltbewegendes. Was haben wir da? Eine Schleie oder eine Karausche? Netten kleinen Schuppi. Auch in Ordnung. Nehmen wir doch gerne mit. So, da ist jetzt aber ein Biss an der Rute hier. Der ist, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade von schlechten Eltern. Ich bin gespannt, was es ist. Das war mir nämlich klar. Der haut nämlich direkt ab. Könnte ein Amur sein. So wie der schwimmt, könnte es wirklich ein Amur sein. Na, das ist dann, ja. Bremse kann ich nicht höher drehen. Die kann ich hier nicht höher drehen. Wir müssen ihn wenigstens an eine Wasseroberfläche bekommen, dann hätten wir Ruhe. Na, der ist noch nicht müde, der hat noch Bock. Der hat noch Bock. Der hat noch Bock. Da werden wir jetzt ein bisschen noch dran sitzen. Aber ich denke mal, wenn der sich jetzt weiterhin so verhält, werden wir gewinnen. Wenn er jetzt gleich nur noch mal kurz vom Ufer richtig Gas gibt. Ist ja dann natürlich auch immer so eine Sache. Wir gucken mal. Sehen wir da schon was? Nee, wir sehen da noch gar nichts. Außer dass er dann nochmal Gas gibt. Da gibt er nochmal Gas. Da will er nochmal Gas geben. Aber wir halten uns gerade ganz gut. Also so schlimm ist es gerade noch nicht. Wir haben nochmal ordentlich Schnur gerade eingeholt. Er hat zwar jetzt auch schon wieder ordentlich gezogen, aber okay. Ich denke mal, den bekommen wir auf jeden Fall raus. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, wie viel Schnur haben wir denn hier auf die Rolle. 350 Meter. Da wird es auch heiß. Wir stellen sie nochmal einen Moment hin und lassen sie dann erstmal wandern. So, was haben wir hier vorne? Da haben wir wieder eine Brasse. Ja, die nehmen wir doch gerne wieder mit. Und dann können wir auch direkt uns nochmal um unsere Karpfenrute hier kümmern. Da ist nämlich auch schon wieder was dran. Und da geht es auch ab. Also, wir haben hier gerade zwei Drills drin. Müssen wir uns für entscheiden, welchen nehmen wir. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz schnell hier. Können wir nämlich was eindrehen?
Oh, aber da geht der nochmal richtig Gas. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade schön. Hier genauso. Aber das hier ist ein Karpfen hier vorne, das merke ich doch schon wieder. Hier ist auf jeden Fall ein Karpfen. Hier gehen wir mal ein bisschen mit und dann kriegen wir nämlich auch schön hoch hier. Oder ist es hier eine Goldschleie? Ich weiß es nicht. Also wenn das hier eine Goldschleie ist, ist das aber eine Trophy-Trophy. So. Na. Hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen hantieren. Schauen wir mal, ob wir hier auf jeden Fall rausbekommen. Einen von den beiden hier. Ich denke mal eher ihn hier. Da haben wir an der ersten Route haben wir auch schon wieder was dran. Die lassen wir dann jetzt mal im Dreck draußen. So, die packen wir mal direkt weg. Dann nehmen wir mal direkt hier die. Also da können wir dann hier auch nochmal direkt eindrehen. Hier ist nämlich. Aber hier nimmt er auch nochmal Schnur. Also das hat hier gerade keinen Zweck. Die macht er uns leer, ist aber auch nicht schlimm. Hier machen wir gerade mal die Bremse mal einmal kurz runter. Aber dann nimmt er sofort dann wieder. Sobald wir so hochdrehen, interessiert ihn gerade gar nicht. Das war knapp, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Also so einen Drill hatten wir auch schon lange nicht mehr. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Dann brauchen wir ein bisschen Energie hier. Ja, ist schön, dass ich satt bin, aber ich brauche Power, Power, Power. Haben wir gerade keinen Kaffee mehr, doch da haben wir noch Kaffee. Dass die Energie mal hier ein bisschen wieder hochgeht. Das interessiert ihn hier gar nicht, ob hier eine Bremse drin ist oder nicht. Also, meine Freunde, ich glaube, da wird es ein bisschen länger. Ich würde sagen, ich stelle euch mal ein bisschen auf Pause. Und gucken dann mal, was passiert. Oder wir lassen einfach durchlaufen. Ist egal, kommt. Hab da heute eine längere Folge wieder. Was soll's? 9 Jahre brauchen wir da jetzt nicht hier klotzen, ne? So, Schnurbruch, genau. Oh, hier, ich kann im Moment nichts machen, meine Freunde. Ich kann jetzt nur warten, dass der gleich mal ein bisschen aufhört. Dann können wir versuchen, den noch mal ein bisschen zu drehen. Da hatte ich 1 Meter Schnur einholen können und dann war es wieder vorbei. Aber okay, so ist es. Wir warten kurz noch ab. Ah, jetzt. Ne, da nimmt er auch direkt wieder Schnur. Da will er direkt wieder Schnur haben. Das ist unvorstellbar. Ich bin gespannt, was es wird. 10 Kilo Karpfen, bestimmt. Oder, wie gesagt, die Traumschleier. Wir warten mal ab. So. Da kann ich ihn jetzt langsam ranziehen.
Nee, er will doch nochmal Gas geben. Da, jetzt haben wir ihn. Oder? Zumindest kann ich ihn jetzt gerade mal hier ein paar Meter reinholen. Nee, da dreht die Rolle direkt durch. Werden wir doch pumpen müssen. Das bringt nichts. Ich kann sie nicht ganz zumachen. Ich kann sie nicht ganz zumachen. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Kommt so langsam, aber er wird noch mal Gas geben. Da sage ich euch doch. Da ist er und ja. Da will er noch mal, der will noch mal Gas geben. Ich weiß nicht, was er da hat. Ich bin gespannt, was es wird. Ich bin echt gespannt. Selbst am anderen hätten wir, an der anderen Route hätten wir auch nichts machen können. Das war definitiv Mist mit dem Schnurbruch, aber okay, so ist es halt. Aber ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten auch schon mal so einen langen Kampf mit einem 13-Kilo-Wels, wo wir eigentlich überhaupt nicht auf Wels gehen wollten. Am Wohloch und ach, das war ja auch. Mann, Mann, Mann. Oder wenn wir jetzt mal so überlegen, der anderthalb Stunden Drill mit den Wildkarpfen am Sura auf der Corona. Das war 10 Kilo Wildkarpfen. Das war ja auch ein Traum. Also das war ja echt. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass der irgendwo hängen bleibt. Weil wenn der irgendwo hängen bleibt, ist vorbei. Dann bringt uns das alles nicht mehr weiter. Dann kriegen wir nämlich gar nicht mehr raus. Aber okay. Ich würde sagen, ich stelle euch ein paar Minuten auf Pause, weil das wird ja doch, der Drill, der wird doch ziemlich lange werden. Wir müssen halt mal gucken, da war hier ein bisschen, ich weiß nicht, kann ich ein bisschen laufen, geht dann ein bisschen besser. Kann ich auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Schnur einholen. Ja, ein bisschen Schnur kann ich hier einholen. Das ist schon mal ganz in Ordnung wieder. Also nicht nur, weil immer alle sagen, an der Festung lernt man laufen. Nein, ihr lernt auch laufen am Bärensee. Auch am Bärensee lernt man laufen. Und das ist auch ganz in Ordnung, weil so bleibt der Körper auch mal fit. Und so geht es ja jetzt einigermaßen, dass wir hier mal ein bisschen Schnur einholen. Und dann würde ich auch mal sagen, dass wir demnächst einfach mal jede Menge Silber farmen müssen, damit wir unsere ganzen Rollen mal endlich zur Werkstatt bringen können. Weil das werde ich jetzt definitiv machen müssen. Die ist jetzt hier auf, die Bremse. An der anderen Route ist die Bremse auf. Ja. Da müssen wir halt mal ein bisschen gucken, ein bisschen beobachten. So, gucken wir mal, wo er ist. Weit draußen kann er ja jetzt nicht sein. Ups, da war die Schnur zu schlaff. So. Also wir haben schon gut Schnur wieder reingeholt. Jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen Schnur wieder rein, wenn wir hier reinpumpen.
Kann auch schon wieder mit Shift einholen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, den haben wir aber. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Guck mal, nur noch die. Nur noch ein Viertel Schnur draußen. Den sollten wir bekommen. Den sollten wir bekommen. Ich bin gespannt, was es wird. Ist er denn schon an der Wasseroberfläche oder? Ne. Ne, noch nicht. Da geht er nochmal los. Bin aber immer noch mit Shift am Einholen. Na, na, da kommt er doch. Da kommt er doch. Ja, da haben wir ihn doch jetzt gleich. Können wir noch mal im schnellen Kaffee nachtrinken? Ach, scheiße, Kaffee. So. So, da kommt. Na komm. Nee, du kommst jetzt hierher. Du ziehst keine Schnur mehr. Du kommst jetzt einfach hier hin. Du kriegst jetzt keine Schnur mehr. Wir wollen dich jetzt hier raus haben. Na, er will aber immer noch nicht. Er hat immer noch Bock. Er hat noch Bock hier. Na? Dann drehen wir halt so ein, ist egal. Pumpen waren jetzt hoch. So geht es doch einigermaßen. Kriegen wir zweimal nur so 3-4 Meter eingekurbelt, aber ist egal. Weil anders kriegen wir dann halt nicht rein. Ich bin gespannt. Da ist er an der Wasseroberfläche. Was ist es? Ich kann noch nichts erkennen. Ist es ein Amur? Oder ist es ein Schuppi? Ich bin gespannt. Na, was ist es? Es ist ein weißer Amur von 12 Kilo. Und es bringt uns mal eben 30.000 XP, meine Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bis dahin, danke und tschüss.